einen Kaffee wird Ihnen präsentiert vom Stadthotel Stern. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Es ist endlich wieder soweit. Ich bin verabredet auf einen Kaffee. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder im Stadthotel Stern sitzen darf und dass mein Gast Holger Malig ist. Dass wir es geschafft haben, dass wir sozusagen zusammengekommen sind nach so einer langen Pause für mich in dem Format. Freue ich mich sehr, dass Sie da sind. Sind dazu freundlich begrüßt zu werden. Ja, ne? Oder? Und wir haben uns sogar abgesprochen, haben wir vorhin schon festgestellt. Ja, genau. Herr Malig, die meisten Wismarer kennen Sie wahrscheinlich aus der Georgenkirche vom Nosferatu. Vermute ich jetzt einfach mal. Oder woher kann man Sie noch kennen? Also die Wismarer, glaube ich, eher von jetzt aus dieser Georgenkirchenzeit. Ja. Weiß nicht sonst, ich habe ja auch einen ganzen Haufen Tatorte gedreht und andere Formate. Also das weiß ich nicht, ob da Leute sich daran erinnern oder das gesehen haben oder so. Das kann natürlich auch sein. Ich habe tatsächlich mal geguckt, ich habe mich mal ins Netz eingeloggt, musste sagen, also man hat relativ wenig über Sie an Inhalt gefunden, im Sinne von, was das Leben anbelangt. Also der Wikipedia-Eintrag war, glaube ich, so konnte man. In Weimar geboren, Ostberlin groß geworden, was ich total interessant habe, in Potsdam, glaube ich, studiert, Babelsberg, oder? Ja, ich habe in Babelsberg studiert, an der Filmhochschule, und hatte dann mein erstes Engagement nach der Filmhochschule im damaligen, also jetzt immer noch so, Hans-Otto-Theater in Potsdam. Ja. Wie kann ich mir Babelsberg vorstellen? Heute oder damals? Damals, also es klingt... Naja, das war damals... war das auch durch die Mauer bedingt, als ich dort studierte. Da war natürlich der Griebnitzsee, das war ja genau die Grenze, und Teile unserer Schule, also der Hochschule, hatten in Villen, die direkt im Grenzgebiet waren, und wir brauchten dann immer so einen Ausweis, um überhaupt da rein zu können. Und das Komische war mal, wir hatten eine Turnhalle, weil wir ja als angehende Schauspieler auch so Gymnastik und Jazz-Tanz und so ein Kram machten. Und diese Turnhalle war direkt am Grenzzaun. Also da war dann, danach war nur so ein Stück Gehaktes, wo die da irgendwie Stolperdrähte hatten. Danach war direkt der Zaun und der Griebnitzsee. Und der Griebnitzsee war ja zur Hälfte, gehörte ja zum Osten, die andere Hälfte war Westen. Was auch immer so komisch war, wenn wir Marxismus-Leninismus zum Beispiel studierten und aus dem da ehemaligen Stalinhaus, da war Stalin während der Potsdamer Konferenz, wohnte der da, da hatten wir dann auch Unterricht. Da konnten wir mal auf den Griebnitzsee sehen und das war immer lustig. Im Sommer auf der Westseite badeten die Leute, waren fröhlich mit Kanus, mit Luftmatratzen. Auf der Ostseite war natürlich völlig tot, weil der Zaun war. Und eines schönen Tages nach einem Weihnachtsferien kamen wir wieder hin und wollten in die Turnhalle turnen und dann war die nicht mehr da. Und dann hat man im ersten Moment denken, wenn ein Haus weg ist, denkt man, habe ich jetzt einen falschen Eingang oder was ist denn jetzt los? Und da haben die das in den, also die Volksarmee damals, die Grenztruppen, haben das abgerissen, weil dort so ein komischer Grenzdurchbruch passiert ist, weil da irgendwie einer von der Schule darunter ist mit einer langen Leiter über diese, von dieser Turnhalle zu diesem Zaun in den Griebnitzsee ist und irgendwie rübergekommen ist. Und ich habe jetzt mit Stabhochsprung gerechnet. Das wäre noch lustiger gewesen, aber der war der Anlauf zu kurz. Okay, und dann würde ich ja mal vermuten, oder beziehungsweise habe ich dann auch gelesen, DEFA danach, ne? Also es war ja das... Naja, die DEFA, da habe ich schon früher, als ich noch Student war, habe ich schon, meinen ersten Film habe ich eigentlich komischerweise sogar, der erste war Jahrgang 45. Das war der erste, den Böttcher gedreht hat, und das ist ja ein Film gewesen, der im Zuge dieses 11. Plenums, dieses ominösen damals, auch zu den verbotenen Filmen gehört. Es ist eine ganze Jahresproduktion der DEFA in den Keller gekommen und war verboten. Mein Film, also Jahrgang 45 auch, und den habe ich komischerweise erst nach der Wende, als er dann raus, der war noch gar nicht zu Ende geschnitten, der wurde dann erst nach der Wende restauriert und geschnitten. Ah, okay. Und da lief er dann auf der Berlinale und da habe ich ihn überhaupt erst gesehen, aber da war ich schon... war schon erheblich älter, also ich sah mich dann als Jüngling. Aber es muss ja auch spannend sein, wenn man so einen zeitlichen Abstand hat. Ja, es war komisch. Ein bisschen blöd war, weil sie mich, da ich ja viel älter war, haben sie mich dann synchronisiert. Also ich sah mich mit einer anderen Stimme. Aber na gut, das ist auch nicht so schlimm gewesen. Und dann habe ich in Polen den zweiten Film, habe ich dann in Polnisch gespielt. Also da war ich in Polen, war ein großer Film, der damals diese Problematik behandelte, der ehemaligen Ostgebiete. Also das war ja, das habe ich 65 gedreht und da war immer noch, die Polen trauten ja dem Frieden nicht, also dass die Deutschen nicht zurückkommen und sich das wiederholen und so. Und das war ein Film, der eben diese
Problematik, Schlesien, Deutschgebiete. Mit polnischen Schauspielern auch unter anderem? Ich war der einzige Deutsche, aber ich spielte einen Slawistikstudenten, der Polnisch spricht. Und ich war dann so einen Monat früher in Polen und habe dann Polnisch gelernt und musste dann den ganzen Film in Polnisch sprechen. Also das war schon... Da taucht man auch nochmal ganz anders ein, oder? Also lernt die Menschen ganz anders kennen. Also ja, klar, das war schon verrückt irgendwie. Ja. Aber war irgendwie ein hochspannender Film. Und dann habe ich... Dann war ich ja auch noch in diesen zwei Indianerfilmen, in denen ich mitgespielt habe, Spur des Falken und Weiße Wölfe. Und da war ich auch noch Student. Die habe ich dann immer in den Sommerferien habe ich dann gedreht. Ja. Und das war noch während der Filmhochschulzeit. Und danach habe ich dann natürlich auch gedreht bei der DEFA und so. Wissen Sie, wie viele Filme Sie gedreht haben? Och, ziemlich viele, aber... Aber man zählt nicht mit? Nee, weiß ich nicht, nee. Aber das bei Wikipedia steht da hinten... Ja, ich weiß, also ich hab's, aber ich habe auch nicht gezählt. Ach so, ich weiß auch nicht. Ich hätte mich mal interessiert, ob man das so weiß. Nee. Bücher haben Sie ja auch geschrieben. Oder eins auf jeden Fall habe ich gefunden. Also ich habe jetzt eins, das ist gerade rausgekommen, das habe ich geschrieben. Daran habe ich länger geschrieben, weil der Witz an diesem Buch ist... der, über den ich geschrieben habe, war der Wolfgang Liebeneiner. Und Wolfgang Liebeneiner war ein sehr, sehr berühmter, eigentlich mit der berühmteste Regisseur in der Zeit des Nationalsozialismus. Der war so mit Harlan und er, das waren die beiden wesentlichen Filmregisseure. Und der Wolfgang Liebeneiner war drolligerweise der Vater meiner Frau. Okay. Und dadurch hatte ich so eine Beziehung dazu, obwohl ich ihn vorher gar nicht gesehen habe, als wir im Osten lebten, kannte ich nur so Erzählungen, aber viel wusste ich nicht. Und meine Frau hat ihn immer so ein bisschen abgetan und hat immer gesagt, naja, politischer Tiefflieger und der damals bei den Nazis und so. Und ich habe dann, als wir in die Bundesrepublik türmten, oder wie soll man sagen? Stabhochsprung. Genau. Drehte er zufällig in Hamburg, wir sind ja nach Hamburg gegangen, drehte er zufällig in Hamburg einen Film mit Gerd Fröbe und Elisabeth Bergner, Der Garten. Ja. Und da habe ich ihn kennengelernt. Und da habe ich ihn das einzige Mal auch getroffen, weil wir trafen uns im Hotel Atlantik in seinem Zimmer. Seine andere Tochter, die Johanna Liebeneiner, war auch da. Und mein Sohn, der jetzt hier mitspielt, der war damals 3,5, der war natürlich auch mit. Und wir fingen uns so an zu unterhalten. Und dann kam die Legende der 20er Jahre, Elisabeth Bergner. Also wenn man mit Schauspielern was zu tun hat, das war ja ein Star, also größer geht es ja kaum. Okay. Die aber 33, weil sie Jüdin war, emigriert ist. Die dann auch Riesenkarriere in England, Amerika gemacht hat. Die war inzwischen 85. Und die ist wieder zurück, also die war dann schon nach dem Krieg wieder hier. Und die drehte. Und die hatte von diesem komischen Familientreffen gehört und wollte da unbedingt hin. Und die kam dazu und hatte, das weiß ich noch heute, so einen merkwürdigen, wie so einen weißen Morgenmantel, irgend sowas an. Es sah wirklich komisch aus eigentlich. Ja. Und ich dachte, das kann nicht sein, jetzt Elisabeth Bergner. Im weißen Morgenmantel. Genau. Und die sah unseren kleinen Sohn und stürzte auf den zu. Ah, der kleine Liebe. Und der hat sich erschrocken. Natürlich. Der dachte, er wird gefressen von der Hexe oder was. Der schrie wie am Spieß, sodass ich ihn dann hochnahm, weil ja meine Frau, also die Tochter, wird ja mit dem Vater, habe mich dann entschuldigt, habe gesagt, es tut mir leid. Und die ließ auch nicht ab von ihm. Und habe ihn dann in den Arm genommen und bin mit ihm raus. Insofern war meine Begegnung mit Liebeneiner sehr kurz. Und ich habe dann, hat seine andere Tochter, die Johanna Liebeneiner, ein Interview mit ihm mal gemacht fürs Fernsehen. Dein Vater kann dir die Welt nicht erklären, hieß das, in 24 Stunden. Und das habe ich gesehen auf einer DVD. Da war der schon tot. Und da dachte ich, Mensch, das ist ja verrückt. Irgendwie begann der mich unheimlich zu interessieren. Und meine Frau war verblüfft, dass ich den plötzlich so mich interessierte und holte aus dem Boden eine Riesenkiste vor, die ihre Mutter, deren lebenslange große Liebe er war, alles gesammelt hat über den. Also die war auch beim Film, die war in seinen Filmen Ateliersekretärin und sowas. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Er guckte mir das, also Fotos und so. Aber das Verrückte war, da fand ich auch das Originaldrehbuch von dem hochumstrittenen Film Ich klage an. Ja. Das ist ein Vorbehaltsfilm, der ging um diese Euthanasie-Morde.
Dann habe ich gefunden den Originaldrehplan zu diesem Film, war da, weil sie ja das geführt hat. Und ich habe eine Kritik dieses Drehbuchs gefunden, der von dem Auftraggeber des Films kam. Und das war immerhin die Kanzlei des Führers. Und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, was ich da habe. Was lebt in meinem Haus? Ja. Also was und da fing ich dann an, so zu recherchieren und immer weiter. Und habe dann praktisch es interessant gefunden, dieses Buch zu schreiben. Praktisch ein Künstler, der hochbegabt war, der nicht Nazi war und war nicht servil, sondern aufgrund seines Könnens und seines Talentes ist er immer weiter gestiegen. Der war mit 36 Jahren Chef der UFA bis 45. Und dann habe ich praktisch sein Leben als Künstler in so einer Diktatur und habe das in gewisser Beziehung zu meiner, ich war ja auch 36, als ich die DDR verlassen habe, und ich habe ja, ohne jetzt die DDR und das Dritte Reich gleichzusetzen, aber es war auch eine Diktatur und das war auch schwierig. Und viele Parallelen habe ich so empfunden. Und da diese beiden habe ich dann so zusammen, daraus ist dieses Buch entstanden. Wie heißt es denn? Wir wollen ein bisschen Werbung machen. Das heißt Der Unpolitische. Mhm. Wie lange haben Sie daran gearbeitet? Also sehr lange, weil die Recherche wahnsinnig. Ja. Ich war dann in Hamburg im Staatsarchiv, der ist in Hamburg entnazifiziert worden, und habe diese ganzen Akten rausgeholt und noch vieles andere. Und dann passierte das Unglück, dass meine Frau starb. Da konnte ich dann 3 Jahre so überhaupt nichts mehr machen. Da war ich völlig am Ende. Und dann hat eine befreundete Historikerin, die hat mich dann wieder aufgebaut, sodass ich insgesamt, hat das gedauert, ich sag mal, insgesamt so 6 Jahre, aber wie gesagt, 3 Jahre überhaupt nichts gemacht. Und dann war es schwer, einen Verlag zu finden, ist auch nicht ganz leicht. Wer hat es gemacht, wer hat es verlegt? Das hat Noack und Block, das Edition Noack und Block. Und die haben es dann verlegt und bis jetzt habe ich immer nur sehr, sehr wohlwollende Kritiken. Ich hatte ein bisschen Schiss, ich dachte, naja, vielleicht kommen jetzt und sagen, Nutznießer der Nazis, wieso darüber ein Buch. Aber es sind alle, auch so Fachleute, und das finden das ziemlich gut. Wissen Sie, was ich gerade ziemlich gut finde? Ich könnte jetzt die Augen zumachen und habe eine Kindheitserinnerung. Sie sind ja auch Sprecher für Hörspiele, oder? Ja, ja. TKKG habe ich, glaube ich, gelesen und die TKKG, drei Fragezeichen, ja. Das ist das, was wahrscheinlich von mir bleibt, dass alle Leute immer sagen, die drei Fragezeichen. Ist es nicht schön, ist es nicht gut, wenn man das sagt? Drei Fragezeichen ist insofern komisch, weil ich bei den drei Fragezeichen ja nur der Inspektor Kotter bin. Ich komme alle 10 Folgen mal hinten und frage, na, wo wart ihr denn jetzt wieder? Mhm. Und das dürfte, aber ich mache ja ganz wenig. Ja. Aber ich mache das nun schon seit 40 Jahren, bin ich immer drin. Und ich habe auch komisch, ich war mal da, wo ich wohne, hatte ich einen Hund, bin ich spazieren gegangen, das im Bach. Und dann war da auch einer mit dem Hund und sagte, tut ihr Hund was? Nee. Sag, ne, dann können Sie ja da zusammen ins Wasser gehen und so. Ja. Und dann dachte ich, ich kenne Sie doch. Ich denke, was ist denn jetzt wieder los? Naja, irgendwie so ein Film, irgendwas wiederholt oder sowas. Und ich sage, nee, ich wüsste nicht, woher. Doch, Sie sind doch der Inspektor Kotter. Also schon erkannt. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass diese drei Fragezeichen... Ja. Weil ich bin ja nicht mehr, die sind in drei Fragezeichen groß geworden. So, für mich war das nicht so. Und ich habe ja die erste Regie, als die dann auftraten damit, die erste Show, die habe ich ja gemacht. Und die war erst in der Uni Hamburg und dann in der Barclaycard Arena in Hamburg. Da gehen 15.000 Leute rein. Da habe ich gedacht, die haben jetzt den Verstand verloren. Ja. Und dann waren da 15.000 Leute und sprachen die Texte mit. Ja. Ich habe da immer drin gesagt, das gibt's doch nicht. Wie stellt man Kinder ruhig? Legt die eine Kassette an und spielt. Die sind aber von 10 bis 80. Ja, naja, natürlich, aber es gibt es ja auch schon einen Augenblick. Und Hörspiele muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Also ich genieße das auch abends gerne mal, einen Podcast anzumachen, ein Hörspiel anzumachen, irgendwas und dabei so ein bisschen wegzudämmern. Ja. Also das haben Generationen sind damit groß geworden. Ja. Aber mir war es nicht so vertraut natürlich. Ja. Und insofern ist das immer komisch, dass mich viele Leute wirklich immer auf diesen Inspektor Kotter ansprechen. Ja. Was haben Sie bei der TKKG gesprochen? Oh Gott. Ach, Verschiedenes, oder? Ja. Ach so, okay. Da war ich nicht so eine, Alles klar. Hörbücher. Und jetzt müssen wir auch mal ein bisschen Werbung für Wismar machen. Das heißt, oder für MV ja auch. Wir fangen aber mit Wismar an, bevor uns die Zeit wegläuft. Jedermann Nosferatu. Wie kam es denn damals, dass Sie nach Wismar gekommen sind? Also es war so. Ich hatte ja 10 Jahre Störtebeker gemacht und hatte dann gesagt, jetzt ist gut, jetzt höre ich auf. Und dann, und da war der Sascha Glut, spielte den Störtebeker, war da mit mir. Und dann rief mich der Sascha Glut eines Tages an und sagte, du hör mal zu, da gibt's in Wismar ein paar Leute, die wollen Jedermann machen.
Und ich soll den Jedermann spielen. Und da habe ich gefragt, wer die Regie macht. Wussten sie nicht. Und da habe ich gesagt, die sollen dich mal fragen. Hättest du denn da Lust? Und da habe ich gedacht, oh Mensch, jetzt wieder Ostsee. Schon 10 Jahre. Also irgendwie hatte ich nicht so große Lust. Und ich kannte Wismar überhaupt nicht. Ich habe es auch zu DDR-Zeiten, war ich nie in Wismar. Und dann sagte der, naja, komm doch mal. Und dann sagte ich, naja, wo soll das sein? Also in dieser St. Georgenkirche, sagte mir ja auch nichts. Und dann habe ich gesagt, naja gut, ich setze mich ins Auto und komme. Dann bin ich hierher gekommen und bin in die St. Georgenkirche. Wann war das? Ungefähr? 13, okay. Genau. Mhm. Und dann habe ich die St. Georgenkirche, bin ich da reingegangen und habe gedacht, das gibt's ja nicht. Also das ist ja unglaublich, dieses Ding. Und das Beeindruckende an der St. Georgenkirche finde ich, dass da auch jetzt nicht irgendwie Altar und Orgel, es ist ja das Gebäude. Und man spürt ja in dem Ding, sag ich mal, 500 Jahre Geschichte. Und es ist für mein Empfinden sofort, war das ein wahnsinnig theatralischer Raum. Also ich habe da sofort gedacht, ja, das ist ja verrückt. Und dann habe ich meinen Bühnenbildner, den Falk von Wangerlin, angerufen. Da habe ich gesagt, sag mal, kennst du diese Georgenkirche in Wismar? Nö, kann ich nicht. Ich sagte, die wollen da Jedermann machen. Oh, Jedermann. Oh, nee. Also alle Schauspieler, alle Künstler sagen immer, oh, Jedermann. Und dann sage ich, komm noch mal. Und dann kam er und dann sind wir beide da drin. Da habe ich gesagt, das ist ja wirklich verrückt. Und so ist das eigentlich entstanden. Und wie, also inwiefern darf man dann selber auch die folgenden Stücke ausdrücken? Weil es gab ja dann auch, wie Sie haben gesagt, Faust. Jetzt gibt es Nosferatu. Die Sache war so, ursprünglich war geplant, so wie in Salzburg, immer Jedermann zu machen. Dann haben wir das erste Jahr gemacht, 14, und das lief Wahnsinn. Die Leute kamen, also haben sie die Bude eingemacht. Wirklich, haben wir gedacht, das ist ja toll, prima. Läuft. Ja, läuft, klar, machen wir nächstes Jahr wieder. Und dann gab es aber das Problem, Wismar ist keine sehr große Stadt, wie jetzt Hamburg oder Berlin oder irgend sowas. Die Leute, die überhaupt bereit sind, sich ein Theater anzugucken, die sind, glaube ich, hier begrenzt. Und da waren viele beim ersten Mal da. Und im zweiten Jahr war das auf einmal nicht so gut besucht. Und wir dachten, was ist denn jetzt los? Weil wir ja frei finanziert sind, wir müssen das muss ja irgendwie funktionieren mit dem Geld. Und da haben wir gesagt, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Können wir ja nicht ein drittes Jahr, wie soll das laufen? Und dann habe ich gesagt, naja, Mensch, lass uns ein Stück dazu nehmen. Und aus der Erfahrung von Jedermann habe ich gedacht, diese Georgenkirche schreit nach Faust. Das ist ja wie gespuckt für Faust. Und dann haben wir uns für Faust entschieden und haben das gemacht. Und da war wirklich das Verrückte, das sage ich jetzt nicht aus irgendwie Eigenlob. Bei Faust sind die Leute also wirklich durchgedreht. Die haben gesagt, Menschenskind ist egal, was es kostet. Und ich habe wahnsinnig viele Zuschriften von Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie fahren Faust in der Schule und haben nicht verstanden, ist so schwer. Und als sie das gesehen haben, gesagt, dass das so witzig und lustig und so ein tolles Stück ist. Also war ganz komisch. Da haben wir gedacht, da haben wir Faust gespielt und Jedermann hinten noch so ein paar. Und dann haben wir gedacht, ja toll, also Faust läuft. Zweite Jahr war wieder das nicht. Problem. Aber ja, ich habe eine Vermutung. Also Sie haben ja selber gesagt, also wir Wismarer sind ja so ein bisschen ein Jahr, wir gehen alle gerne hin und freuen uns und im nächsten Jahr möchten wir was Neues sehen. Vielleicht liegt es daran tatsächlich. Es kann sein, aber ich glaube eben auch, dass, sagen wir mal, dass die Anzahl an Menschen, die bereit sind, überhaupt in so Theatervorstellungen zu gehen, die ist relativ überschaubar, warum auch immer. Und daraus, das kann auch sein, dass die Leute sagen, was soll ich mir nochmal, ich habe es ja schon gesehen. Daraus ist dann wieder die Sache entstanden, dass man sagte, ja, was mache ich? Ich wollte dann gern Lear machen, weil ich das auch sagte, das ist auch, man muss ja immer ein Stück suchen, was mit der Kirche kompatibel ist. Das stimmt. Ist ja ein bisschen schwierig jetzt, wenn man diese Kirche hat und macht, was weiß ich, Lust den Weiber von Windsor. Also irgendwie, es muss ja passen. Ja. Und dann kamen die aber und haben gesagt, ach, Lia ist ja auch so ein schweres Stück und kann sich was anbringen, wenn ich was leite. Und dann kam Sascha damals darauf mit dem Drachen. Und der Drache, der Drache ist für mich eigentlich eins dieser ganz großen Theatererlebnisse, das ich in den 60er Jahren im Deutschen Theater in Ost-Berlin hatte, die Besson gemacht hat. Das war eine Weltinszenierung, die ist im europäischen Theater, das ist eine grandiose Inszenierung. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist doch toll. Also, und bin der irrigen Annahme aufgesessen, dass außer mir die anderen Leute das auch noch kennen, wissen. Und dann haben wir gemacht und das war auch ganz schön und dran. Aber das lief ganz schwer, weil die Leute mit dem Titel nichts anfangen konnten. Die haben es ja überhaupt nicht so assoziiert wie ich, sondern für die, ist das jetzt irgendwie Kinderstück oder ist das irgendwie Nibelung oder was? Ja.
Und das haben wir auch schlecht kommuniziert im Vorfeld, so dass da erst das eine Weile brauchte, bis die Leute gesagt haben, Mensch, du, da musst du doch hingehen, das ist doch ganz, das ist ja eine politische Komödie, es ist nicht irgendwie so ein Kinderstück. Hat dann aber, war auch ein bisschen schwierig. Dann kam Corona, dann wollten wir Hamlet. Ich wurde dann aber ja Hamlet geplant und jetzt ist es der Blutsauger. Und dann kam, genau, und jetzt kam der Blutsauger. Und der Blutsauger kam natürlich logischerweise dadurch, dass sie sagten, vor 100 Jahren wurde der hier gedreht, Teile des Films. Ob das nicht schlau wäre, sich auf Nosferatu zu stürzen. Und wie kam dann die Idee, diesen Set-Tag zu machen? Das ist so, dass ich gedacht habe, ja, es gibt ja kein Stück Nosferatu. Dann habe ich gesagt, na gut, schreibe ich eins. Aber die Schwierigkeit war, ich habe dann den Film natürlich mir dauernd angeguckt und dachte, wie soll ich das machen? Also ich kann ja nicht die ganzen Außenaufnahmen, Karpaten und das geht ja alles nicht. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, habe ich gedacht, naja, es gibt vielleicht die Möglichkeit, das zu kontern, indem man einmal diese merkwürdige Darstellungsform des Stummfilms, was ja für die Leute heute ja fremd ist, diese übertriebene Gestik und wie die gespielt haben, das spielt ja auch kein Mensch. Und man könnte also dieses koppeln mit, wenn die Kamera aus ist, die normale Schauspielergeschichten. Und da kenne ich natürlich genug die Schauspielereitelkeiten, die ganzen. Ist das so? Also wie viel Wahres ist denn da dran? Na, da ist schon viel dran. Also das ist schon das, was, ich sag mal, was so die ganze Glamour-Quatsch, was immer so in den bunten Zeitungen gemacht wird, da ist schon viel, viel dran. Also das habe ich natürlich irgendwie aus meinem, habe ich mir das kannte ich irgendwie, kannte Sprüche, ich kannte so Sachen. Und dann war es aber auch so, dass ich irgendwie dann zwischendurch dachte, das funktioniert auch nicht so nur. Das nutze ich dann ab. Es muss irgendwie noch ein Twist kommen, irgendwie ein Dreh kommen. Und da kam es dann mit der Geschichte, dass ich auf diese Idee gekommen bin, den wirklichen Dracula dazu kommen zu lassen. Das ist ja auch die einzige Person, wo ich mich echt gegruselt habe, also als ich im Publikum bin. Und ich finde, diese Person, wenn sie reingeht, alleine schon die Aura, die... Und wirklich nur mal kurz so zucken. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass er an mir vorbei ging und ich nur unwillkürlich von der einen mich auf die andere Seite setzte und dachte so, na, geh mal weiter. Eine gewisse Kühle kam. Ja, also absolut, also auch so eine Ernsthaftigkeit, die man ja eben durch diesen Wechsel ansonsten bei den anderen Figuren vielleicht in der Szene dann hat, aber sobald sie aus der Szene rausgehen. Also ja, und dadurch, finde ich, kommt eben ein etwas Neues rein in die Geschichte. Also es bleibt nicht in dem Schauspielerquatsch oder so oder das so. Und das, glaube ich, macht es irgendwie interessant. Ja. Jetzt sind Sie seit 2013 in Wismar. Bei Störtebeker haben Sie 10 Jahre, ich glaube 11 Jahre sogar. 10 Jahre. 10 Jahre. Mhm. Das heißt, wir müssen uns im nächsten Jahr verabschieden oder Sie machen noch weiter? Darf man das nicht fragen? Doch, das kann man fragen. Sie müssen ja nicht antworten. Ich weiß es selber nicht. Ach so, also, okay. Ich weiß, es kommt ja jetzt ein bisschen drauf an. Es ist ja so eine Überlegung, ob man nicht in Wismar dieses Nosferatu etabliert als ein zu Wismar gehörendes Spektakel. Wie, was weiß ich, Salzburg-Jedermann, genau, dieses Nosferatu-Stück. Ja. Wie Salzburg-Jedermann oder, weiß ich, immer Störtebeker oder ich habe mal lange... In Hamburg haben wir mal den Hamburger Jedermann gemacht. Ja. Da war ich bei der Premiere, habe ich den Jedermann gespielt und so. Und dann bin ich nach 3 Jahren, habe ich gesagt, jetzt ist gut, weil ich dachte, das geht nicht. Das lief 25 Jahre. Immer das gleiche Stück und so. Und die Leute kamen jedes Jahr mehr. Das war verrückt. Echt? Ja, das lief unheimlich. Okay. Die Leute haben das. Und die Inszenierung war die gleiche. Die Hauptdarsteller hat mal gewechselt. Ich habe 3 Jahre. Dann hat es mal der Bäcker gespielt und dann Robin Brosch. Und das hat 25 Jahre lief das. Und so ist so eine Überlegung. Aber ob das hier klappt, weiß ich nicht. Also ich hoffe, dass wir nochmal hier oder irgendwas anderes, also ich jetzt für mich, darf ich ja ganz privat in meine Meinung, darf ich ja äußern oder was anderes. Ich mag ja Abwechslung, aber ich muss auch sagen, das Stück hat mir aber auch gut gefallen. Also es hat echt Spaß gemacht. Also der Witz, der dazwischen so war. Was machen Sie noch? Sie schreiben Bücher, Sie machen Hörbücher, Sie schauspielern. Ja, also ich sag mal, das mit dem Drehen ist irgendwie jetzt relativ dünn geworden. Das bin ich ja auch doch erheblich älter und so viel Großopas brauchen wir nicht. Und ich mache das, was ich eigentlich mein Leben lang immer nebenbei gemacht habe. Ich habe immer viel synchronisiert und mit der Stimme, mit der Sprache gemacht. Ja. Ich habe schon mit 5 Jahren angefangen zu synchronisieren und insofern mache ich das unentwegt weiter. Ja. Und da bin ich auch viel, wie gesagt, mal in Berlin, also pendel so zwischen Berlin und Hamburg und mache das. Also das ist im Grunde genommen so mein Butter- und Brotgeschäft und nebenbei schreibe ich eben. 2 Fragen, jetzt muss ich mir überlegen, welche zuerst. Gibt es Schauspieler, die Sie synchronisieren, also auch für Filme, die ich, also
Wen synchronisieren Sie? Ich habe keine Feststimme, so nennt man das. So, okay. Ja, also, weil das liegt ein bisschen daran, weil die ganzen großen Kinofilme, wo man jetzt sagt, ach, was weiß ich, Harrison Ford oder sowas, die haben sie immer alle in Berlin gemacht. Okay. Und in Hamburg haben wir eigentlich mehr immer den Fernsehgeschichten gemacht. Und da ich in Hamburg hauptsächlich gearbeitet habe, habe ich dann so auch welche öfter gesprochen, aber jetzt nicht so große, wo Sie jetzt sagen würden, ach, den kenne ich. Ja, ich bin mit Namen leider sowieso nicht ganz ich so gut. Auch nicht. Das ist aber sympathisch. Wir müssen also ein bisschen wahrscheinlich mal auf die Zeit gucken, vermute ich mal. Aber mich würde natürlich, ich frage ja immer jeden Gast nochmal, so bei mir darf man ja mal einen Wunsch äußern. Was gibt's denn? Sie dürfen einen Wunsch äußern. Was wünschen Sie sich noch für sich? Was darf es nochmal sein? Worauf hätten Sie mal Lust, beruflich oder? Also ich sag mal, ich habe mal ein Musical geschrieben, ein Gangster-Musical, und mein Sohn hat die Musik dazu gemacht. Und das haben wir mal in Hamburg so konzertant, also nur mit der Musik aufgeführt. Ja. Und das lief unheimlich toll und ich glaube auch, dass das wirklich ein tolles Ding ist. Aber ich habe dafür kein Theater gefunden, das gesagt hat, oh, das ist toll, das machen wir. Das spielt in 20 Jahren, ist so ein bisschen, ich sage mir jetzt nicht, Kabarett ist Quatsch, weil es spielt auch so, ist mit einer Sängerin und so. Also ist aber wirklich, finde ich, extrem witzig und lustig. Und Musik ist toll, ist so Blues. Schön. Und komischerweise ist das unheimlich schwer, irgendein Theater dafür zu kriegen. Okay. Sind natürlich viele Leute, also sagen wir, Privattheater funktioniert nicht, weil es zu viele sind. Ja. Aber sagen wir so, die staatlichen Stadttheater, die könnten das eigentlich machen. Ja. Aber da die immer irgendwie alle so in ihrem Ding, ist das schwer. Das würde ich mir wahnsinnig wünschen, dass irgendwo, man das würde ich wahnsinnig gerne noch machen, weil das, diese Zusammenarbeit mit den wahnsinnigen Musikern, wir hatten eine Band, eine 10-Mann-Band. 10-Mann, okay. Das war, ja. war schon echt mit Bläsersatz und zwei Schlagzeuger, da war schon wirklich, die Luzi habe. So peppig, genau, ja, also so richtig, also fürs Publikum. Ne? Ich muss jetzt gerade an diese kleinen runden Tische denken, mit den roten Leuchten drauf, ja, wo man dann selber im Publikum sitzt und das so für einen selber auch so ein Happening wird. Aber die Leute, das ist eben komisch, die Theater haben wahnsinnig Angst, was Neues zu machen. Zu mir hat mal einer gesagt, schreibst du extra, machst du das nicht, was schon gebrandet ist, so wie man neudeutsch sagt. Die wollen immer irgendwas haben aus Angst, woran die Leute sagen, also was weiß ich, Titanic, ach, das ist ja dieses Schiff, das kenne ich, das gucke ich mir mal an. Also auf Sicherheit spielen. Ja, das geht immer auf Sicherheit. Und wenn jetzt irgendwas ganz Neues ist, und jetzt sage ich mal, nicht ein Autor oder wo man sagt, ach so, das hat jetzt Shakespeare gemacht, was weiß ich, dann funktioniert es ganz schwer. Es sei denn, man hätte jetzt wieder irgend so ein, das ist wieder das Name-Dropping. Man findet jetzt irgendwie, was weiß ich, Jan-Josef Liefers als Hauptrolle. Ach so, ja, und okay. So, dann, ach so, ja, dann funktioniert es wieder. Aber wenn man das so nicht so, dann ist das wahnsinnig schwer. Haben die alle Angst. Weil man weiß ja nicht, vielleicht floppt es. Hm. Dann ist natürlich. Ja, sie müssen am Ende Geld damit verdienen, alle, ne? Ah, das ist natürlich ein Riesen, das ist ein Problem. Aber. Wir haben ja jetzt Fingers crossed, ne? Also wir drücken die Daumen, vielleicht wird es ja was. Vielleicht, denn. Herr Malich, das war sehr, sehr nett, sehr, sehr schön. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Wünsche noch eine schöne Zeit in Wismar mit Nosferatu. Mhm. Läuft ja noch bis zum 8. August. Glaube, bis 6. glaube ich. Läuft auf jeden Fall noch eine ganze Weile, kann man sich noch anschauen. Genau, in dem Sinne, Dankeschön. Und liebe Zuschauer, von Ihnen verabschieden wir uns auch. Machen Sie es gut. Wir sehen uns in 4 Wochen am selben Ort, an selber Stelle wieder. Mit welchem Gast verrate ich noch nicht. Bis dahin, machen Sie es gut. Genießen Sie nochmal. Tschüss.